Finally, finally geschafft. Wow. Wow. Die Zeit lag bei einer Minute und 3,45 Sekunden. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass mal wer meinen Rekord brechen würde. Hier ist die Pferdeausrüstung, die ich hier versprochen habe. Dankeschön. Ja, das habe ich davon, Leute herauszufordern, aber irgendwann breche ich deinen Rekord. Wirst du sehen. Leck mich, du Arsch! Ich versuche die ganze Zeit 1 Minute 15 zu knacken. Jetzt habe ich es geknackt und ich muss es zweimal machen, egal wie ich es mache. Oder? Wow. Unter 1 Minute 15 kriegt man den Pferdesattel. Aber man muss zwischendrin sein und den Pferde... Oh. Naja, wie immer sei. Ich habe ewig gebraucht. Und nicht, weil ich eine schlechte Zeit kriege, sondern einfach nur, weil diese beschissenen Hürden... einfach nur beschissen blöd zu handeln sind. Naja, irgendwann hat man den Dreh halt raus. Und ja, deswegen, ich habe jetzt einfach so lange gemacht, bis ich es geschafft habe und dann die Folge angefangen. Und ja. Und mal sehen, ob ich gleich direkt danach weiter wieder schaffe. Ansonsten ist es Pause für die Folge und ich will den anderen offscreen. So. Wir müssen nicht viel machen, 1 Minute 30. Das kriegen wir auch, indem wir gar nicht im Vollgalopp gehen, sondern einfach nur ganz normal über die Hürden springen. Das Problem ist, wenn Epona nicht... Also, wenn man Epona zu früh umlenkt, dann springt sie auch nicht mehr rüber. Und wenn man halt sowas hat. Also wenn man sie jetzt, also nicht zu früh, sondern zu spät. Wenn man sie zu spät nochmal versucht, richtig hinzulenken, dann ist scheißegal. Ignoriert sie, ist egal. Dann bleibt sie vorher stehen. Auch wenn man gerade richtig steht und sie keinerlei Probleme hat. Weil es zu spät gelenkt wurde, bringt sie auch nicht. Deswegen, man muss es richtig lenken und richtig, ja, machen damit... sie überhaupt drüber springen. Ich hab wirklich Ewigkeiten gebraucht, weil Epona nie über alle rüber gesprungen ist. Nie. Nicht, weil ich irgendwie mit der Zeit gehadert habe oder so. Nö. Nö. Das war nie das Problem. Beim ersten Mal, nachdem ich alle 10 ohne irgendwelche Fehler übersprungen habe, hatte ich auch gleich Bestzeit von 1 Minute 3. Ich habe vorher nie geschafft, über alle zu springen. In einem Versuch, verdammt Axt! Und ja, das war jetzt auch nur ein Glückstreffer, wie es aussah. Naja, letzter Versuch, vorletzter Versuch, wir machen noch zwei Versuche. Wenn ich es da nicht hinkriege, dann hole ich mir dieses scheiß Pferdezaumzeug aus. Ganz einfach. Schmuckzaumzeug. So. Ihr wisst ja, wie es geht und was ich machen muss. Ihr habt diesen einen Run gesehen, den ich richtig hatte. Und ja, es liegt einfach daran, dass die Technik einfach so eklig gemacht ist.
So, ich lass mir jetzt bei jedem ordentlich Zeit. Große Runden machen, damit man auch ja geradeaus landet da. Und auch richtig drüber springen kann. Du bist so ein Arschpferd! Ich meine, in welchem Universum läuft sie dann an der Seite vorbei? Warum? Es gab nicht keinen Grund. Ich habe den Joystick nach vorne gedrückt. Ich habe sie nicht irgendwie umgelenkt. Die hatte keine Chance, Outrun zu machen, weil ich sie eben nur mal gesteuert habe. Und trotzdem geht sie an der Seite vorbei. An diesem Ding hapert's. Egal wie gut man ist. An diesem Ding hapert's. Und wenn man das geschafft hat und dann kommt noch eins, dass man dann einfach noch trotzdem failt, dann ist vorbei. Dann ist Zappen duster. Das ist so arschnervig. Naja. Jedes Zelda ein Kack-Minispiel. Das einen wirklich bis zu Weißglut bringt und nicht komplett ausgereift ist. Und das ist dieses hier. Die Hürden, die sind einfach so blöd. Du springst da jetzt rüber. Das war's. Dieses Minispiel werden wir nicht mehr zu sehen bekommen. Und ich werde es irgendwann machen, um diesen Sattel zu bekommen. Aber nicht mehr mit euch. Nein. Dein Hürdenlauf ist für den Arsch. So. Was haben wir denn noch so? Willkommen, Leute. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja. Haben wir schon. Das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir schon seit Ewigkeiten ab. Aber ich wusste nicht, dass das jetzt ordentliches Minispiel zählt. Hier haben wir eine kleine Dame. Die ist gar nicht so klein, eine normal große Dame. Die einem gesagt hat, bring das mit dem Pferd blaues Feuer. Und pack es da rein. Ne, müssen wir gar nicht am Pferd machen. Bring das blaues Feuer. Oh. Ja, aber beides am besten. Um dann für einen goldenen Rubin in unter 20 Sekunden das Feuer vom Welke-Plateau, also von hier, und dann wieder zurück zum Stall zu bringen. Natürlich sollte man nicht auf den Regen warten. Das werden wir einmal machen. Scheißen auf die Bestzeit. Denn die ist mir vollkommen egal. Übrigens, ihr könnt am Geld sehen, wie oft ich es probiert habe. Die ist mir vollkommen egal, das machen wir einmal, damit wir es gesehen haben. Und dann ist gut. Dann ist es gut. So. So, guten Morgen. Früher hat diese Laterne mit einer blauen Flamme geleuchtet. Ob ich sie noch einmal zu sehen kriege? Wirklich? Wenn dir das möglich ist, bitte tu es. Schaffst du es, diese Laterne innerhalb von 3 Minuten mit einer blauen Flamme zu entzünden? In Ordnung. Ja, wunderbar. Als kleine Gebühr für die... Ja, warum nicht? Gut. Innerhalb von 3 Minuten, bitte. Also, mach's gut. Bereite dich vor. 3, 2, 1. Los! Nur damit du Bescheid weißt, das werde ich sagen, bevor es losgeht. Achso. Also gut, mach dich bereit. Achso. Während des Minispiels kann man mit niemandem reden, auch gut.
Okay. Hab ich überhaupt was brennbar ist? Nö. Ich wollte jetzt mal eine Fackel. Holzbogen. Okay, ich breche erstmal das Minispiel ab. Und... Es gibt doch immer irgendwo eine Fackel. Ja gut, ich weiß, wo eine Fackel ist. Das ist oben. Dann holen wir uns erstmal die Fackel. Meine Güte. Ich dachte, jetzt gibt es da irgendwie eine Fackel, aber nein. Vielleicht ist eine über dem Fake-Plateau, aber selbst wenn, dann egal. Ja. Gut. Das, okay. Holen wir uns fix die Fackel. Ist ja kein Ding. Nicht wahr? So. Easy. Ich denke, das geht sogar schneller als ein Port. Aber auch nur hin, nicht zurück. Also, zurück, nicht hin. Denn hoch kann man nicht sliden. Hi. Mal wieder vergessen. Erstmal Pferd holen. So. Schnell. Ich habe langsam genug Zeit verplempert. So. Ich hoffe, ich kann dazwischen lang reiten. Nee, wir kriegen sowieso. Nee, doch nicht. Gut. Mit dem Pferd da überhaupt irgendwo lang? Nope. Ja, doch. Hätte ein bisschen den Weg begutachten sollen. Naja. Wo er folgt jetzt. Ist es fein, denn so kommen wir zumindest zurück. 20 Sekunden. Ja, wir kriegen jetzt höchstens einen violetten Rubin. 10 Sekunden hin, 10 Sekunden zurück. Muss man... Ne, man muss nur die Fackel anzünden, man muss gar nicht zum Welke-Plateau. Theoretisch. Ja gut, dann sind 20 Sekunden ja doch nichts. Naja. Och, leck mich. Nix Pferd. Na gut.
Oh, ich habe das Feuer ausgemacht. Naja, fein. Da unten sind ja noch welche. Ach, deswegen 20 Sekunden. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. So. So. Ja, mit der Fackel sollte man es in 20 Sekunden locker schaffen. Dann machen wir das tatsächlich gleich nochmal. Wir stellen auf Nacht, ziehen eine Shika-Rüstung an. Und dann nutzen wir unser Nachttempo und dann rennen wir von A nach B in kürzester Zeit. So. Zack. Abends. Ich hoffe, die sitzt dann da noch. Tut sie. So. So. Wie, jetzt kriegt man nur noch ein Zeitlimit von einer Minute, nachdem das das erste Mal geschafft hat? Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja, tatsächlich. Da war doch halt Vollsprint 10 Sekunden braucht und jetzt, wenn man nur noch zurücklaufen darf. Ah, wobei. Ja, unter 20 Sekunden. Wir kriegen den goldenen Rubin. Das ist ja eine easy, das ist eine wirklich leichte Rubinfarm. Hä? Ach so. Wenn man es jetzt macht, dann kriegt man auch die Quest für unter 20 Sekunden wahrscheinlich. Unter 20 Sekunden. Das haben wir gerade geschafft, das heißt, wir kriegen es nochmal hin. Und ich weiß nicht, vielleicht sagt sie es dann, dann hat sie keinen Bock mehr und dann ist gut. Und wieder zurück. Auf jeden Fall geschafft. So, und jetzt kriegen wir einen goldenen Rubin, ja. Dann haben wir den ganzen Fails beim Ding jetzt wieder wettgemacht. Und... ich hab doch gesagt, du sollst sie nicht mehr ausmachen. Ich wusste gar nicht, dass ich habe gar nicht darauf geachtet, dass sie das dann sagt. Ja, nice. Das ist wirklich eine leichte Farmarbeit. Es sei denn, man kriegt jetzt keinen goldenen Rubin mehr. Jetzt doch. Ja, passt. Nee. Dachte ich mir. Einmal und dann ist gut. Das wäre viel zu leicht zum Farmen. Okay, was haben wir denn dann noch ab? Also, Schildstellen haben wir gemacht, Flugplatzprüfung haben wir gemacht, Schneekugeln haben wir gemacht, Coronengolf haben wir gemacht. Wir haben ein Wettrennen noch.
Ein Marathon bei der Tabanterbrücke. Dann machen wir jetzt mal einen Marathon. Ich denke, zu Fuß sind wir dann deutlich agiler als... Das ist doch die Tabanterbrücke. Dann gibt es hier zwei Minispiele nebeneinander. Dann zu Fuß sind wir deutlich, deutlich agiler als auf einem Pferd. Natürlich, auf einem Pferd ist man schneller, aber nur auf gerader Linie, da man auf einem Pferd natürlich nicht so wendig ist. Und ja, wir kommen von A nach B ja sowieso. Leichter. Und wir haben ja Rivali Sturm. Was uns natürlich bestimmt auch einen Vorteil gibt. Das sei denn, das Wettrennen ist nur ein schlichtes Geradeausrennen, dann... Das wäre ja langweilig, aber es ist Nacht. Regen ist natürlich ein bisschen blöd. Bist du der Typ mit dem Wettrennen? Nee, du bist der Typ von wegen... da hinten ist ein Zeichen. Aber der Regen hört ja gleich auf. So, der Typ heißt... Kort. Thorin. Chuck. Ach, eigentlich habe ich hier gar keine Zeit zu trinken. Oh, willst du bei uns rasten? Wo du schon hier bist, erzähle ich dir was über ein lokales Mysterium. Südlich von hier ist das Wascherplateau. Dort findet man eine seltsame Plattform und ich habe keine Ahnung, wofür die gut sein soll. Aber irgendwann werden Gegel und ich ihr Geheimnis schon noch lüften. Was, ein antiker Schrein ist erschienen? Wer hätte gedacht, dass die Plattform solch ein Geheimnis verbirgt? So, dann muss ich jetzt das Rätsel um den antiken Schrein lösen. Schuh. Überall Krabbler, hehe. Mann, du bist so ein... Kenyo. Wanzi. Willkommen im Stall der Tabanterbrücke. Wir finden ihn nördlich davon, ach so. Die Gesichter von schlafenden Kindern machen mich glücklich. Ich weiß schon alles. Muss mir nichts mehr sagen. Nördlich, das wäre dann hier. Die Frage ist, wie weit nördlich? Wollen wir mal laufen. Vielleicht finden wir ihn ja auf Anhieb. Natürlich so rumstehen bei Regen ist auch nicht wenig schön, aber... Ups. Ich glaube, das Schlauste ist einmal... Wenn jemand nämlich nicht hier steht, ja... Jetzt ist zwar Regenende, aber... Ist ansonsten halt blöd. Es ist halt die Frage, wie weit nördlich, ne? Eigentlich müssen wir einmal Zeit überbrücken. Dann Leute, die... Wie erkläre ich das am besten? Leute, die nicht irgendwie bei einem Stall sind... Die haben eigentlich die meiste Zeit safe Lagerfeuer da und dann kann man die auch aus weiter Entfernung auch sehen. So, immer. Wenn man die Schnauze ballern, ist zwar nicht so selten wie das Horn, aber. Moment, habe ich nicht gerade von Eldra das Ding aus der Schnauze und bei allen anderen nicht? Ja, ups. Na gut, da hätte mir das Horn jetzt gefehlt, aber... Ja, ich bin ein Horst. Ich bin ein sehr großer Horst. Na gut. Dann kann man die Kralle abschießen, die Schuppe abschießen, Hornsplitter abschießen und einen Zahn. Und der Zahn ist halt eigentlich mit am schlechtesten zu bekommen. Aber doch am, nicht am seltensten, das ist das Horn. Das Horn ist also am wirkungsvollsten, obwohl man das leichter bekommt als den Zahn. Trotzdem wollte ich halt von allem den Zahn haben, aber gerade bei Eldra hatte ich den schon und da habe ich gar nicht dran gedacht.
Naja, was heißt, ich will ihn haben? Ich muss nicht, also zu 100% zählen nicht jedes Item einmal zu besitzen. Das ist schlichtweg lächerlich. Deswegen, ja. Ich hoffe, durch den Port sind die Lagerfeuer angegangen. Wenn dem nicht so ist, dann kann ich zumindest das Feuer von dem ollen Kort auch lokalisieren. Ja. Nördlich. Ist das irgendwo hier? Sind wir gerade lang gegangen? Ach, wir kommen, wir kriegen dann zwar beim Wettrennen nicht den Nachtbonus, aber können auf jeden Fall sagen, dass er dann noch safe stehen wird, deswegen einfach mal Mittag. Wollen ja nicht kleinlich sein. Toren Banzi. So. Der Typ mit dem Wettrennen. Wenn ich ihn übrigens jetzt nicht gleich finde, dann machen wir einen Schrein. Denn irgendwas in dieser Folge geschafft zu haben, wollte ich noch. Und damit zu prahlen, dass man lediglich dreimal ein Rennen geschafft hat, um Kohle zu bekommen, ist jetzt nicht gerade etwas, mit dem man seinen Lebenslauf aufpäppeln könnte. Oh. Ja, das haben sie ein bisschen sehr großzügig mit nördlich des Tavanta-Stalls gesagt. Der Typ ist ja richtig weit weg. Richtig weit weg. Ja, darum. Auf der anderen Seite des Berges. Warum sagen die nicht auf der anderen Seite des Rohanberges? Nördlich des Rohanberges. Deutlich besser. Na gut, weil die vielleicht eine Karte drüber haben, auf die ich gar nicht geachtet habe. Weil ich witzig bin. Sehr witzig. Zum Totlachen. Ah, gut. Es ist Tag. Bringt uns dieses Outfit nichts. Nichts als Schmerzen. So. Da ist er. Koch der Wettläufer. Marathonanmeldung. Steht hier sogar. Hola, du da. Denkst du, du bist stark genug, um dich mit mir in einem Rennen zu messen? Ey, du hast gar keine komische Postmütze auf oder so. Okay, alles klar. Aber klar. Aha, so gefällt mir das. Du bist nicht verkehrt, aber ohne Einsatz wäre ein Rennen nur halb so spannend. Wenn es dir mit dem Rennen ernst ist, mach das 20 Rubine. Alles klar. So lobe ich mir das. Auf die Einstellung kommt's an. Ich bereite nur kurz alles vor. Hola. Danke fürs Warten. Ich bin jetzt sowas von bereit. Das Rennen kann losgehen. Ernsthaft? Das Ziel sind die Flaggen auf dem Berg. Wenn einer von uns sie erreicht, dann Hola. Ich denke, Hola ist, glaube ich, besser als Hola.
Weil der Typ ist so ein komischer Holla die Waldfee und so. Das Rennen ist vorbei. Ich sag's nur der Vollständigkeit halber. Aber bei deinem Rennen geht es um deine eigene Stärke. Wenn du auf deinem Pferd reitest oder nicht Richtung Ziel läufst, bist du raus. Auf die Plätze, fertig. Hola. Fein. Spurtank brauchen wir nicht. Wir können uns gleich mit Rivalis Sturm vollkommen... Naja, reicht vollkommen aus. Wir können uns bringen durchgehen. Steht da alles in dem Dingens drin. Stört keine Sau. Sogar mit aufhalten und so. Ups. Bin durch, reicht völlig aus. Und so holen wir uns Bestzeit. Ups. Und geschafft. Oh, bist du schon fertig? Ha, dann habe ich wohl verloren. Holla, holla. Deine Zeit liegt bei 1 Minute, 6 Sekunden und 28 Hundertstel. Ich habe alles gegeben, aber du warst schneller. Also hast du dir eine Belohnung wirklich verdient. Danke. Gut, willst du nochmal? Nein, danke. Holla, wie belauerlich, holla. Sieh zu, dass du auf deinen Reisen was für deine Beine tust. Du, ich bin schon mehr gelaufen als du in deinem Leben. Holla. Wenn du wieder Lust auf ein Rennen hast, jederzeit. Alles klar. So, dann wollen wir nochmal schauen. Minispieltechnisch haben wir Schildschlittern, wir haben Flugplatzprüfung, wir haben Schneeballkegeln, wir haben Goronengolf, wir haben das Wettrennen, wir haben Vogelvolk-Herausforderung, wir haben die Feuerprobe. Also, die Feuerprobe war das, was wir, die Feuerprobe war... den Schrein. Ach ja, die Feuerprobe war... Das können wir am besten mit der Map machen. Das hier, das wäre ja dieser Schrein mit der Feuer... also, nicht der Schrein, sondern der Schrein. Das war ja die Feuerprobe. Wir haben... Also, bei den anderen muss ich jetzt nicht nochmal zeigen, ne? Wir haben das extrem Klippenklettern. Das war hier. Wir haben... Das blaue Feuer. Das war hier. Moment, es gibt eine Quest, die Feuerprobe heißt, und es gibt eine Schreinaufgabe, die Feuerprobe heißt. Wow. Sehr einfallsreich. Egal. So, ein Trank für müde Geister. Das war... Runter. Große Map. Das war dieser Schrein hier. Und die gleichzeitige Nebenquest, das war ja das mit dem... von A nach B bringen. Wir haben das Sandrobbenrennen. Wir haben berittenes Bogenschießen. Wir haben den Hindernislauf, also halb, den Rest mache ich offscreen. Wir haben das Glücksspiel. Wir haben die Hirschjagd. Und wir haben den Parasegelkurs. Bedeutet, wir haben alle, also der Parasegelkurs und die Hirschjagd. Der Parasegelkurs war das hier. Und die Hirschjagd, da könnt ihr vielleicht gar nicht mehr dran erinnern, die war hier. Also hier. Hier war ja ein Bauernhof. Hier irgendwo, bei Atheno, oder hier irgendwo, genau, hier war der Bauernhof. Und hier gab es die Hirschjagd für diesen Wald. Da waren Hirsche drin, die konnten wir jagen. Das hatten wir auch schon gemacht. Und das Glücksspiel, das war in Angelstädt. Und damit hätten wir alle Minispiele dieses Spiels gemacht. Bedeutet, dieser Abschnitt des Spiels ist auch abgeschlossen. Und... wir haben nur noch die letzten Schreine und
Schloss Hyrule. Und halt die Crocs. Gut. Je nachdem, wie es aussieht, werde ich bis zur nächsten Folge alle Crocs gemacht haben. Oder eben wieder ganz viele. Je nachdem, wie viel, ob ich wieder einen Tapetenwechsel brauche oder nicht. Also stellt euch darauf ein, dass ich bis zur nächsten Folge alle Crocs gemacht habe. Aber verlasst euch nicht drauf, denn es kann auch sein, dass ich sie halt noch nicht mache. Aber stellt euch schon mal darauf ein, dass es sein kann. Gut. Ansonsten. War das diese Folge Part 50? Es war diese Folge Part 150. Das war der 150. Part, tatsächlich. Ist mir gerade so aufgefallen. Schöner Meilenstein. Gerade die Minispiele im 150. Part. Nett. Naja. Ja, dann werden wir nächste Folge Schreine machen. Und Erinnerungen. Also, wir werden nächste Folge... Wir werden nächste Folge, je nachdem wie es läuft, die letzte, unsere letzte oder vorletzte, je nachdem wo, was mit diesem fehlenden Schrein noch ist, diese Schreinquest machen. Und je nachdem wie kompliziert die ist, machen wir dann entweder die letzten beiden anderen Schreine, also den da oben und den hier, und dann noch die Erinnerung. Wobei ich die Erinnerungen gar nicht mal so gerne... Wisst ihr was, weil es Part 150 ist? Machen wir die Erinnerungen jetzt noch, auch wenn die Folge jetzt schon zu viel länger ist, aber ich weiß es gerade eh nicht aus dem Kopf, wie lang die Folge ist, einfach weil ich... Das war ja ein fliegender Start mit der Folge. Wegen dem... Ihr wisst schon, wegen dem Hindernislauf. Ja, deswegen machen wir, da diese Folge die 150. ist und wir in Anführungszeichen nur Minispiele gemacht haben, noch die Erinnerung und machen der nächsten Folge einfach alle Schreine oder so viele Schreine wie gehen. Und dann gehen wir in Schloss Hyrule rein. Und ja, ich kann da nicht bis zur nächsten Folge noch nicht alle Krogsamen gemacht haben, denn im Schloss Hyrule sind auch Krogsamen und die will ich natürlich noch nicht machen. Das heißt, ich werde versuchen, also ich werde, je nachdem wie ich Lust habe, fast alle Krogsamen machen, außer die in Schloss Hyrule. Und die werde ich dann natürlich nicht mit euch machen, aber dann werden wir auf jeden Fall gemeinsam Schloss Hyrule erkunden. Mit den, also Schreine machen, Schloss Hyrule erkunden, die Nebenquests abschließen und Ich habe halt den Verdacht, dass in Schloss Hyrule der letzte Schrein ist. Kann ich mir halt gut vorstellen, da hier diese Umgebung kein Schrein ist und da halt gut passt. Ja. Na, ihr macht mal sehen. Also könnte halt wirklich sein. Ja, abgesehen davon. Passt auch. Gut, gut, gut. Ja, dann sehen wir jetzt noch die Erinnerung. Auch wenn das wirklich viel überzogen ist, aber der 150. Part darf was Besonderes sein. Und das auch nicht ohne Grund. Ja, jetzt rede ich gerade ziemlich um den heißen Brei rum, weil ich schon mich ziemlich ausgequasselt habe, aber macht nichts. Wir ziehen schon mal die nötige Rüstung aus. So. Schönes Ambiente. Ist zwar leicht Abend, aber das macht nichts. Also Leute. Da ja gerade dieser Wächter auf uns zugeht, beende ich die Folge im Ladebild, im Item Screen, nicht beende ich die Folge, aber zumindest verabschiede ich mich im Item Screen. Also, das war die 150. Folge und der 150. Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, er wird euch noch mit der Erinnerung zusammengefallen. Die letzte Erinnerung ist in Schloss Hyrule. Nicht die letzte, also nicht die letzte Erinnerung. Es gibt noch eine 13. Erinnerung.
Das sage ich euch schon mal, da habe ich mich spoilern lassen. Es gibt noch eine 13. Erinnerung, die man hat, wenn man alle, also eine 13. extra Erinnerung. Das wird wahrscheinlich die sein. Die man bekommt, wenn man halt alle 12 diese Erinnerungen hat. Und ich weiß nicht, wie man die kriegt. Ich werde mich da einlesen, damit ich auf jeden Fall 100% kriege. Und ja, die letzte Erinnerung. Zwei Quests, die noch hier im Schloss Hyrule sind. Ein Schrein, höchstwahrscheinlich. Versteckte Waffen. Und natürlich der Weg zu Ganon. Alles werden wir dann nicht im nächsten, aber im übernächsten Part machen. Und im nächsten Part wird es dann nochmal Schreine en masse geben. Die letzten Schreine, beziehungsweise fast die letzten Schreine, aber zumindest die letzten vier. So, ich werde mich schlau machen wegen den letzten drei Herzen, ob es sie gibt, wenn es sie gibt, wo es sie gibt, aber ob es sie gibt, auf jeden Fall. Und damit genug geredet, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge, euer Beijim. Bis dann. Tschüss. Held von Hyrule, vom heiligen Bannschwert erkoren. Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst, das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bannschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. O Bannschwert, das unvorstellbare Zeiten überdauert. Mann, oh Mann, geht's noch dramatischer? In der Hand des Helden. Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene Glanzidee. Der Held die Meere überquert oder eine Verbindung mit der Vergangenheit ein. Meine Meinung zu dem Burschen kennt ihr. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Bei ihr ist es kein Wunder. Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Okay, normalerweise würde ich die Folge jetzt beenden, aber diese Szene war ja mal richtig, richtig, richtig nice. Also, es war schließlich lediglich die Zeremonie, wie Link zum Ritter, zur Zeldas Leibwache wurde, aber durch die Lüfte, durch die Zeit und durch die Schatten. Mit Mut, Weisheit und Kraft. Einfach wieder so eine schöne Hommage an alte Zelda-Spiele. Musste ich schmunzeln und das musste ich nochmal kurz anmerken. Fand ich super. Das ist eine super Erinnerung, wie jeder andere auch. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.